Güljan Kamps, ich könnte den ganzen Tag nur Mama sein. Güljan Kamps ist 2021 zum ersten Mal Mama geworden. Etwas Schöneres, als Mama sein, kann sich die 41-Jährige seitdem nicht mehr vorstellen. Sie schaut immer wieder auf die Fotos in ihrem Handy. Güljan Kamps, 41, kann nicht genug kriegen von ihrem kleinen Liebling. Früher habe ich immer gedacht, ich werde mal eine ganz coole Mama, aber ich bin eine richtige Glucke, erzählt sie mit leuchtenden Augen, als wir sie in Hamburg treffen. Ich könnte den ganzen Tag nur Mama sein. Vor 2 Jahren brachte die Moderatorin ihr Baby zur Welt. Und es soll kein Einzelkind bleiben, Güljan wünscht sich weiteren Nachwuchs. Ich hoffe, dass noch 1 oder 2 Geschwisterchen kommen. Ich habe mir immer eine große Familie gewünscht, schwärmt sie. Ein Kindermädchen will sie nicht. Die 41-Jährige ist ganz vernarrt in ihren Schatz und möchte ihre Mama Aufgaben nicht aus der Hand geben. Ich habe mich von Anfang an gegen eine weitere weibliche Bezugsperson entschieden. Wir wollen keine Nanny, bei uns gibt es nur Mama und Papa für das Kind. Für mich ist Mama sein mein Traumjob, und erst danach kommt die Moderation. Andrea Kiewel, Showflop. Keiner will ihre Sendung sehen. Ah, der hat gesessen. Andrea Kiewel musste nun eine bittere Niederlage verkraften. Ihre Show war so unbeliebt bei den Zuschauern, dass sogar Karten verschenkt werden musste. So sehr stickt sie gegen Florian Silbereisen und Co. ab. Wenig Stimmung trotz großer Namen. Es sollte ein grandioser Neustart werden. Stattdessen erlebte Andrea Kiewel, 58, einen Megaflop. Traurige Niederlage. Ihre Showtickets wurden verschenkt. Andrea Kiewel, so schlecht kam ihre Kiwi-Show wirklich an. Kiwis große Partynacht auf Sat.1 konnte niemanden begeistern. Ihre letzte Schlagersendung Anfang Januar lockte nur 780.000 Fans vor die Bildschirme. Ein bitterer Absturz für die ehrgeizige Moderatorin. Doch ganz unschuldig ist der Sender an dem Debakel nicht. Zwar standen tolle Gäste wie Anastasia, 55, und Howard Carpendale, 78, auf der Bühne, aber große Namen sind nicht alles. Stars wie Florian Silbereisen, 42, und Giovanni Zarella, 45, senden aus riesigen Hallen, Andrea Kiewel bekam nur ein kleines Studio. Die Karten fanden so wenig Abnehmer, dass sie verschenkt werden mussten, um es überhaupt voll zu kriegen. Eine echte Blamage für die erfolgsverwöhnte Kiwi.